Er hat mir einmal gesagt, eigentlich wollte ich immer nur Gedichte schreiben über Liebe, über die Natur. Anderes, Wichtigeres drängte sich vor. Wie geht eine Gesellschaft mit ihren Kritikern um? Daran scheidet sich natürlich auch Demokratie und Diktatur. Wir sind wachsam. Zeigen Sie uns Ihre Gedichte, bevor sie gedruckt werden, bevor sie gelesen werden, bevor sie gehört werden, bevor sie kritisiert werden, bevor sie geschrieben werden. Zeigen Sie uns Ihre Gedanken. Ihre Gefühle interessieren uns sehr. Fragen Sie uns, wenn Sie Fragen haben. Aber wie kommen Sie denn auf so etwas, auf solche Ansichten, auf solche Abwege, auf solche Kapriolen? Wer hat Ihnen das gesagt? Wann haben Sie wo etwas gesagt? Sie haben 10 Minuten Zeit, antworten Sie in Stichpunkten, Sie können sich Notizen machen. Wegen seiner Gedichte und Prosa wurde Jürgen Fuchs 1975, kurz vor dem Ende seines Psychologiestudiums, zwangsexmatrikuliert und mit einem Publikationsverbot belegt. Aufmerksam wurde die Stasi auf Fuchs nicht zuletzt deshalb, weil er zum Beispiel den Kontrollwahn der Stasi oder den Dienst in der Nationalen Volksarmee zum Thema seiner Literatur und damit öffentlich machte. Jürgen Fuchs stellte unbequeme Fragen. Eine wirkliche Auseinandersetzung mit Grundfragen des Systems, das war ein Tabubruch, wenn man sich das ja, dem annähert. Und Jürgen Fuchs hat es zum Beispiel gemacht, aus seiner Armeeerfahrung heraus, Kasernenhof nannte er es, und hat eben einen Suizid in der Armee beschrieben, in einer kurzen Erzählung. Und das ging nicht. Also eine Armee, die einen Ehrendienst zur Verteidigung unserer sozialistischen Errungenschaften, dort konnte keiner Suizid begehen. Und wenn plötzlich so eine Geschichte da war, dann und noch andere Stasi-Anwerbungen als IM, dann war das ein Punkt, der die Grenzen überschritt, und das hatte dann Folgen, es hatte sehr schnell Folgen. Jürgen Fuchs wohnte während seines Berufs- und Publikationsverbots auf dem Grundstück des Oppositionellen Robert Havemann in Grünheide. Als er nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann 1976 in einem Interview das Instrument der Ausbürgerung als Waffe der Nazis bezeichnete, schlug die Staatssicherheit zu. Das Erschreckende und Beispiellose besteht nicht in dem gewöhnlichen, alltäglichen Vorgang einer Verhaftung, der unzählige Entsprechungen hat. Das Nichtsagbare besteht darin, dass du verhaftet wirst. Du und kein anderer. Jürgen Fuchs wurde in Berlin-Hohenschönhausen inhaftiert und 9 Monate lang verhört. Seine Haftbedingungen prägte er sich genau ein und beschrieb sie in seinem Buch Gedächtnisprotokolle, Vernehmungsprotokolle. Was passiert hier? Und das hat er mit seinem phänomenalen Gedächtnis, das er hat, auch indem er Vernehmungen dann für sich abgespeichert, memoriert hatte und nachträglich aufgeschrieben. Damit hat er die modernen Methoden von Geheimdiensten, wie sie auch in den USA, wie sie in China, wie sie in Zentralasien sind, wie sie heute agieren, zum Brechen von Menschen, ja, um Menschen zu Aussagen zu bringen, die sie sonst nicht bringen würden. Das hat er dokumentiert in Vernehmungsprotokolle, ein ungeheuer wichtiges Buch. Wer es in der DDR, Ihre Frage, dann in der Hand hatte, der wusste erstmals überhaupt, was passiert hinter diesen Mauern, in diesen Terra Incognitas der Staatssicherheit. Darüber wurde nie gesprochen. Auch das war Tabu. So, es konnte natürlich auch bedeuten, wenn das Buch bei Hausdurchsuchung bei jemand gefunden wurde, war dieses Buch allein schon Anlass für eine Verhaftung. Fuchs beschrieb die Zermürbungstaktiken der Vernehmer, wie sie Druck aufbauen und wieder herausnehmen, wie sie die Reaktionen des Festgenommenen testen, um die passende Taktik herauszufinden. Der Festgenommene wird über die Absichten der Vernehmer bewusst im Unklaren gelassen. Warten. Vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei. Sie lassen dich warten. Du sollst flattern, wenn sie kommen. Es ist einer gekommen und hat sich in den Sessel gesetzt. Es ist einer gekommen und hat 2 Worte gesagt. 2 läppische Worte, in denen alles mitschwang, was noch kommt und lange da war. Ist was? Was gibt's denn da zu glotzen? Sie sind bei der Stasi, Fuchs, und das hier ist meine Schnauze. Ich kann Ihnen nur so viel sagen. Wenn Sie hier nur rumhocken und nicht klar sagen, was Fakt ist, und heute Abend geht irgendwas los, Gnade Ihnen Gott, da werden wir eklig. Und das sind die Methoden, mit denen auch gearbeitet wurde. Überheizte Zellen, natürlich, Druck aufgebaut, völliger Reizentzug.
in Berlin-Hohenschönhausen. Ich empfehle jedem mal dorthin zu gehen, sich das anzuschauen. Dieses Gebäude wurde in den 60er Jahren nach modernen Gesichtspunkten gebaut. Häftlinge sahen nie Tageslicht, nur durch Glassteine hindurch. Außer in den Vernehmungszimmern konnte es als Kunst gewährt werden. So keine Farben, alle Reize waren weg. Und wenn man da mehrere Monate, ohne zu wissen, zum Teil weshalb man dort sitzt, ohne zu wissen, was wollen sie von mir, dem ausgesetzt ist, das hat psychologische Folgen, kann psychologische Folgen haben. 1977 wurde Jürgen Fuchs dank öffentlichen Drucks aus der Bundesrepublik aus der Haft entlassen und aus der DDR ausgebürgert. Er lebte fortan mit seiner Familie in West-Berlin. Durch seine vielen Kontakte, sein großes Engagement und seinen persönlichen Einsatz bohrte Fuchs mit Worten Schlupflöcher in die Berliner Mauer. Kuriere schmuggelten Briefe von West nach Ost und von Ost nach West. Bücher, Manuskripte, Informationen und Nachrichten kursierten auf geheimen Wegen. So, diese Dinge in die DDR zu bringen, diese Informationen, andererseits Informationen über politische Verhaftete, über Aktionen der Umweltbewegung, Friedensbewegung in den Westen, in die Medien zu bringen, Öffentlichkeit herzustellen. Und das führte dazu, dass er ab 1982 für die Staatssicherheit wirklich zum Staatsfeind Nummer 1 gemacht wurde, anhand der Maßnahmen, die gegen ihn in West-Berlin liefen. Als Bundesbürger in der sogenannten freien Stadt, in der die Staatssicherheit ein- und ausging, wie sie wollte, wo sie auch alle ihre Maßnahmen umsetzte, die sie umsetzen wollte. Die Drangsalierung durch die Stasi hörte auch in West-Berlin nicht auf. Ständige Beobachtung erzeugte die Atmosphäre stiller Bedrohung. Mit sogenannten operativen Vorgängen stellten die Stasi-Mitarbeiter dem Schriftsteller nach. Mit der Zeit steigerten sie das Ausmaß der Verfolgung. Es ist mit Sicherheit so, dass jede Gesellschaftsordnung Einfluss auf Lebenswege nimmt. Und Diktaturen nehmen Einfluss auf Andersdenkende auf eine sehr brachiale Weise. Mit denen kann man eben einiges tun. Ja? Und wenn Sie wie im Sozialismus die damals sogenannte historische Mission in Frage stellen, dann werden die Schranken freigegeben, wie sie auch bei Jürgen Fuchs freigegeben wurden. Es führte so weit, dass vor seinem Haus eine Autobombe explodierte, weil er an einem Oppositionssender beteiligt war und man ihm damit zeigen wollte, also pass mal auf, halt dich zurück. Ja? Nach der Friedlichen Revolution von 1989 wurden Pläne gefunden, die belegen, dass Jürgen Fuchs radioaktiv verseucht werden sollte. Ob die Stasi diese Pläne ausgeführt hat, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Fest steht jedoch, dass Fuchs liquidiert und vernichtet werden sollte, wie es im Stasi-Jargon hieß. Jürgen Fuchs starb 1999 an einem seltenen Blutkrebs im Alter von 48 Jahren. Aber vor allem möchte ich arbeiten, wenn Sie kommen. Offen und ehrlich und meinen Stift weglegen? Entscheiden Sie sich, wie ein Arbeiter überrascht, doch ohne Hast. Wir stellen die Fragen, seinen Hammer neben das eingespannte Werkstück legt. Wir wissen alles, wenn er vor Arbeitsschluss ins Büro gerufen wird.